Wir sind live. Entschuldigung, entschuldigt bitte. Wir haben irgendwie Monday spontan. Madness. Genau, Monday Madness. Genau, ich habe bei euch keine Monday Madness. Bei uns eigentlich auch nicht. Also außer der Verkehr, alle streiken, aber das habt ihr sicherlich auch schon mitgekriegt. Deswegen ich zu Hause, du in Italien, du bist sogar ganz geflohen, irgendwie vom deutschen Streich. Also, nee, ich gehe nach Italien, da ist alles besser. Nee, Schmarrn, also er arbeitet jetzt nur 3 Wochen, oder? Aber das ist von 3 Wochen, Italien bis ja. drei Wochen. Ja, alles ist vielleicht nicht unbedingt besser, aber insgesamt das Wetter schon. Nee, Also das wäre das schon. gerade schön 15 Grad draußen und blauer Himmel und Sonnenschein. Vorhin kurz mal auf die Terrasse gegangen, schön in die Sonne geguckt. Das war schon sehr, sehr toll. Und bei uns schneit, ja, man will es nicht glauben. Ich meine, ich sage das und ihr sagt vielleicht, ich bin total bescheuert, ja. Aber nee, ja, wirklich, bei uns schneit. Also von dem her, ja, mein Neid sei dir gewiss, dass du im Sonnenschein sitzt, genau, während wir hier mal wieder Schnee haben, ja. Es ist ja erst Ende März, warum auch nicht, ne? Muss man auch nutzen, ja. Genau. Ganz kurz heute Housekeeping ganz kurz, und zwar, wir haben heute nur eine Show, also diese Woche nur eine Wir Show, haben nämlich diese Woche noch eine Show, nicht heute. Heute haben wir genau, auch nur eine heute nur eine Show. Show, hey, normal haben wir ja zwei, drei am Tag, nee, Quatsch, das wäre auch wirklich zu viel, das geht nun wirklich nicht, aber wir haben diese Woche nur eine Show, genau, weil wir haben am Mittwoch auch einen sehr, sehr großen Workshop, auf den wir uns schon freuen, haben schon einige Wochen darauf hingearbeitet und der ist ja endlich am Mittwoch. Genau, von dem her, genau, diese Woche nur eine Show. Aber nächste Woche versuchen wir natürlich wieder am Montag die News und dann am Mittwoch euch einen sehr spannenden Gast und eine sehr spannende Gästin zu präsentieren. Wie gesagt, wir haben da schon einige in Wartepositionen und versuchen sie dann für euch für nächste Woche zu gewinnen. Beziehungsweise, ich bin ja Du total hast ja bescheuert. nächste Woche Urlaub. Ich habe nächste Woche Urlaub, ich bin gar nicht da. Bitte. Genau, siehst du, da merke ich mal, dass ich wirklich urlaubsreif bin, dass ich sogar vergesse, dass ich Urlaub hätte nächste Woche oder habe nächste Woche. Also von dem her liegen die News, obliegen dir, genau, beziehungsweise dir einen Gast, eine spannende Gästin für nächste Woche zu suchen. Genau, ich schalte natürlich trotzdem ein, also das versteht sich von selbst, aber genau, Nein, ich wenn freue du mich. Urlaub hast, hast du Urlaub. Du schickst mich auch immer nach Hause oder raus aus dem Stream. Gut, trotzdem, ich kann ja kurz reingucken, ich muss ja nichts sagen. Das ist ja also cool. Ja, genau, wenn man das so hat. Genau, aber wie gesagt, nur eine Woche Urlaub, dann bin ich natürlich wieder da. Vielleicht haben dann einige von euch auch dann noch irgendwie Osterurlaub, aber nichtsdestotrotz gucken wir mal, wie es dann in der Woche drauf dann aussieht. Das ist ja dann der Ostermontag. Da müssen wir. Ja, gut, wie gesagt, das finden wir dann raus. Ihr kennt uns. Ihr kennt uns. Ne? Das ist, wie gesagt, alles im Voraus, weit im Voraus geplant. Genau. Ja, oder halt auch Ziele nicht. setzen, Ziele halten, oder wie war das? Genau. Aber cool, dass ihr trotzdem dabei seid. Ja, ist immer wieder cool. Ist trotzdem super viele dabei. Und genau, dann geht doch. Genau. Also wer ist dabei? Der Jochen ist dabei. Alles wird besser, Jungs. Alles ist schon gut, aber es kann immer besser werden. Wäre schön. Mein Papa sagt früher, hat immer gesagt, hab, früher war alles besser, besonders die Zukunft. Besonders die Zukunft. Genau. Rüdiger von der Insel. Guten Montag. Auch den wünsche ich dir auch, lieber Rüdiger. Happy Viele Monday. Grüße auf die Insel. Genau. Der Philipp, moin, ich hoffe, euch geht's gut. Ich muss meine Pausenzeit mal verschieben, dann kann ich regelmäßiger live zuschauen. Aber hallo, das wäre doch was. Sehr Ja? cool. Ja, wie gesagt, und diese Woche nur einmal, heute, ja. Also hast du schon alles richtig gemacht für diese Woche. Und genau, das ist doch echt mal cool. Immer neue Hörer, neue Seher, das freut uns immer gerne, vor allem, wenn sie rein kommentieren und wir sie zum ersten Mal sehen können. Auch cooles LinkedIn-Profilbild, ja. Es ist nicht so, genau, wie. Ja, sonst haben wir immer die super seriösen LinkedIn-Bilder und die eher goofy YouTube- Icons, aber nee, der Philipp, genau, ist immer gut drauf. Dann der Florian, der dynamische Florian, der darf nicht fehlen. Moin, ihr zwei. Moin, du einer. Oder Genau, aber. Buongiorno, wie man hier sagen würde. Was? Buongiorno. Buongiorno, genau. Aber genau, immer sehr dynamisch unterwegs, der Florian. Auch so mit Aber hochgekrempelten auch Ärmeln. sehr Ich seriös kann sofort aussehend, loslegen. oder? Let's go. Ja, was? Sehr seriös aussehend. Ja, wie gesagt, der Florian schafft das immer. Also, wie gesagt, egal auf YouTube, LinkedIn, ist immer sehr seriös. Genau. Dann die Pamela, schönen Wochenstart euch allen. Den wünschen wir dir auch, liebe Pamela. Cool, dass du wieder mit dabei bist. Der Matthias darf nicht fehlen. Freundliche Mittagsgrüße. Die senden wir postwendend natürlich sehr gerne zurück. Auch dir freundliche Mittagsgrüße. Freundliche Mittagsgrüße, auch sehr cool, ja. Dann die Carmen, hey, ihr Zimtschnecken, geil. Das hat sich jetzt eingebürgert, genau. Der Sebastian Fiebiger Gedächtnisgruß, leicht adaptiert für die Carmen. Letzte Woche verpasst, aber am Wochenende in der Wanne nachgeholt. In der Wanne nachgeholt. Krass, das nenne ich mal Dedication. Aber das ist super. Ich meine, ja, SEO News, während meine Frau hinten durchs Bild läuft, weil sie ja gerade noch die Wäsche gemacht.
Sehr gut. Alle Muss ich mal mir auch so noch Wäsche waschen? winken. Genau. Jetzt auch mal winken können, ist nicht so schlimm. Ja, egal. genau. genau. Genau, Sorry. Carmen, Bin ich habe auch voll out. deine LinkedIn-Nachricht gesehen. Ich antworte noch drauf. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, aber habe ich noch auf der Agenda. Von wem hast du noch keine Von der LinkedIn-Nachricht? Carmen. Ah, von der Kam. Okay, gut. Du kriegst also noch Post vom Alex. Happy Monday vom Stefan. Servus, Stefan. Cool, dass du mit dabei bist. Der Rüdiger weit im Voraus verpeilt. Genau, so könnte man das formulieren. Genau. Nicht nur aktuell sogar verpeilt, sondern auch perspektivisch in die Zukunft. Genau, immer good guess. Ich finde, das passt zu uns, oder? Was? Das passt Also auch passt zu so, ja, uns, in die total. Zukunft, verpeilt. Also ich versuche hier gerade dieses kölnischere Lokalkolorit irgendwie zu übersetzen in Deutsch. Tag gesagt und Mittag gemacht. Ja, geil. Das sind die Kölner. Ja, das ist sehr, sehr cool. Und Aber ich apropos dachte, Köln. Sebastian ist doch eigentlich in Berlin, oder? Gesagt, ist das. Ja, vielleicht ist er einfach ein Exil-Kölner oder so. Es Keine ist für Ahnung. uns alles eh Ja, aber das ist Norddeutschland, doch alles. kölnerisch. Ne? Tag gesagt, jetzt sagt, oder? Ne? Das ist ja nicht so dit Berlin. Das wäre ein bisschen anders irgendwie. Wir sind nur gut in Hessisch. Alles andere, genau. Alle anderen sind Verbrecher, oder wie sagen wir gerne? Ja, Hessen Wir klauen. Hesse sind A. Verbrecher, mir klar A. Aschebecher. Also wir sind die Verbrecher. Okay, gut. Also, ihr seid alle keine Verbrecher. Ich bin Aber wie ja gesagt, ab in Aschaffenburger, ich bin Köln. ja kein Hesse in dem Sinne. Ach, jetzt hör auf, bist schon eingebürgert. Der Michael, auch aus Köln und natürlich auch wieder hier am Start. Mit Hut, immer gut behütet. Guten Start in die Woche allerseits und wünsche ich auch dir, lieber Mr. Seo. Hut ab. Die Janine ist dabei. Mahlzeit. Servus, Janine. Cool, dass du mit dabei bist. Und auch dir Mahlzeit, beziehungsweise mal deine Zeit auch selber. Jetzt schon mehrfach gehört, ich habe das in der Wanne gehört. Ist das ein neuer Trend? Ich habe das noch nie gehört, lustigerweise, aber cool, dass du dabei bist, liebe Nicole. Habe ich noch nie gehört. Genau. Aber genau, die Carmen macht das. Genau, kein Stress. Und genau, also hat scheinbar getan. Kann man auch in der Wanne machen. Also, wo auch immer ihr zuhört, ihr seid alle willkommen. Genau, in der Wanne natürlich, wir zeigen ja auch immer Screenshots und beziehungsweise heute zeigst du sogar noch ein bisschen mehr, weil wir haben ein cooles neues Feature und du hast noch was cooles Neues gebaut, was du ganz kurz hier unserer werten Zuschauerschaft und Zuhörerschaft kurz zeigen willst. Der Michael übrigens gesagt wäre Jesat auf Kölsch. Okay, oh, also Sebastian, vielleicht, wie gesagt, gibt er sich hier nur als Kölner aus, aber das ist nicht korrektes Kölnerisch. Ich habe gerade gedacht, vielleicht hätten wir einfach mal Kölsch. ChatGPT drüber laufen lassen, um den Dialekt quasi zuzuordnen. Genau, können wir machen, aber das wäre doof. Reden wir lieber über SEO News. Moinsen noch zum Andreas. Moinsen, Andreas, cool, dass du mit dabei bist. Genau, aber genau so. Der Bart sieht so aus, als wäre er hier gerade draußen spazieren gegangen. Also, wie gesagt, bei uns ist Schnee hier in München. Genau, bevor wir loslegen, ich muss noch mich ganz kurz bedanken beim Peak Ace Team und beziehungsweise beim Bastian Bastian. Grimm. Ja, weil ich habe ja letztens erwähnt, oh, ich habe dieses T-Shirt nicht bekommen und schwuppdiwupp war es schon in der Post. I got 99 problems, but AI ain't one. Ja, ich wollte eigentlich Chief Prompt Officer, aber das ist halt der Bastian. Genau, das habe ich halt nicht gekriegt. Ja, der Job ist schon vergeben bei Peak Ace. Ne? Also von dem her habe ich aber dieses wunderschöne Shirt. Übrigens sehr, sehr groß. Das wird jetzt definitiv ein Schlafshirt, weil es in large ist. Ich bin ja immer eher extra, extra small, ja, mit meiner Judaesken Größe. Ja, also vielen Dank für das Large. Ja, es hat mich sehr gefreut, aber wie gesagt, kann ich jetzt nur zum Schlafen gehen anziehen. Übrigens, ich habe noch eins von der SEO, von der SEO, von der SMX München abgestaubt. You can't SEO enough. Ja, genau, hier von Wordlift. Ich verstehe den Spruch nicht so ganz, aber ich finde es ganz nett. Und genau, zwei Schlafshirts eingeheimst. So geht das. Ja. Das sagen wir auch, weil wir Ja, halt nie gebrandete genau. Klamotten tragen, ne? Genau, absolut. Ja, ist doch super, ne? Das ist das Coole an der SEO-Branche, ne? Man muss sich keine Klamotten kaufen. Sagt, wir sehen sowieso immer so aus, als hätte sich Reit irgendwie mal vornehm über einem erbrochen. Aber Mit ich meine, Swag, das mit Swag. geswaggt, genau. Aber das ist natürlich schon cool, ne? Wenn man in der SEO-Branche arbeitet, muss man sich keine Klamotten kaufen, weil man mit immer gut eingedeckt und auch mit lustigen Sprüchen. Ist doch super. Genau, aber bevor wir in die News reinstarten, und da haben wir einiges für euch, Core-Update, wir haben, was natürlich diese ganzen AI-Geschichten, da sind einige neue Artikel gekommen, da müssen wir natürlich auch ein bisschen Catch-up spielen.
riecht Ketchup, so ein Ketchup-Spiel. Ja. Und apropos der Andi, moin, Gruß aus Hamburg. Ich habe heute frei, wie ein Julian Nagelsmann. Ja, aber der wird bald nach zu Tottenham gehen, so sieht's aus. Genau, aber Grüße nach Hamburg. Servus, Andi, cool, dass du mit dabei bist. Genau, also bevor wir in die News starten, genau, hat der Alex noch was für euch und damit genau, legen wir gleich mal los, oder? Genau, dann schauen wir mal, ob Entertain ich me. let me entertain you, Markus, auf jeden Fall. Ja, du hast ja schon gesehen, also von dir daher ist es Ja. vielleicht nicht so was Besonderes. Genau, übrigens zu dem T-Shirt mit dem I got 99 Problems, but AI and One, dachte ich mir, schreibe ich noch drunter, yet. Jetzt. Oh, sehr gut. So, jetzt teile ich einfach meinen Screen und diesmal etwas ungewöhnlicher, als wir das normalerweise machen. Weil ich will mal meinen ganzen Screen teilen, deswegen sehe ich euch jetzt nicht. Markus, du springst immer dazwischen rein, wenn du was findest. Jawohl. Und zwar, ich habe zwei Sachen heute mitgebracht, mit denen wir mal ein bisschen rumgespielt haben, beziehungsweise eine Neuigkeit in der Plattform selber und dann etwas, was man mit den Daten machen kann, wenn man die zum Beispiel in weiteren Systemen verarbeitet und damit ein bisschen rumspielt. Und zwar das erste ist die Möglichkeit, dass wir mit Riot auswerten über den XPath, wo ist der Link auf einer Seite entsprechend ja, eingesetzt worden, was natürlich dann helfen kann, zum Beispiel zur Auswertung von Links aus der Navigation oder aus dem Content-Bereich und dann darüber sehr, sehr gut auswerten können, in welche Richtung das funktionieren kann. Hier einfach mal ein Beispiel, und zwar wir gucken uns jetzt hier einen Report an mit internen Links. Das habe ich jetzt hier mit unserem Data Explorer zusammengespielt. Das finden wir natürlich hier unten unter alle eingehenden Links oder alle Links, die wir jetzt insgesamt ausgewertet haben. Also für Leute, die natürlich den Data Explorer nicht kennen, ne, das ist unsere Professional SEO-Spielwiese, sagen wir es mal so, weil gerade Alex und ich, ja, wir sind immer nicht so auf vorkonfigurierte Reports, sondern wir basteln uns gerne Sachen selber zusammen und so sind wir mit der Version 6, das ist jetzt mittlerweile auch schon seit einiger Zeit raus, aber nur falls ihr das nicht kennt, ne, haben wir so eine Spielwiese geschaffen, den Data Explorer, wo ich wirklich alles mir komplett so zusammenklicken kann, wie ich das will. Und dann natürlich auch direkt wieder einen API-Call generieren kann, um das irgendwie rauszusaugen, wie auch immer ich will. Also genau, nur kurz zur Erklärung, was der Alex hier in Riot hier gerade bastelt. Genau, und genau in diesem Ansatz habe ich gesagt, okay, ich will mir noch zusätzliche Übersichten hinzufügen. Das geht natürlich relativ einfach mit dem Klick auf den Bereich. Und ich wollte einmal den Statuscode haben. Wir sehen hier einmal, dass ich schon auf 404-Fehler entsprechend vorgefiltert habe. Den Anchor-Text lasse ich mir anzeigen und eben die Ziel-URLs. Das hilft natürlich dann beim Schauen, haben wir hier vielleicht irgendwelche unterschiedlichen Linktexte auf den gleichen oder auf immer die gleichen URLs oder Fehlerseiten zum Beispiel intern gefunden. Und dann, wenn wir runter in die Tabelle gehen, sehen wir dann entsprechend folgendes Bild. Wir haben jetzt hier einmal ein Quelldokument. Also auf dieser Seite gibt es einen Link, der auf diese Zielseite zeigt mit einem entsprechenden Anchor-Text. Und hier habe ich gesagt, ich möchte noch entsprechend den XPath haben. Und zwar sieht jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter aus, als es im Endeffekt ist. In dem Fall habe ich mit dem XPath gesagt, bitte nur diese Inhalte, die in dem Content-Bereich drin sind. Also dadurch, dass wir im Magazin sind, ich kann es auch kurz mal einmal aufmachen, will ich eben alle Links haben, die nicht in der Navigation, zum Beispiel in urbanen Bereichen drin sind, sondern alles, was hier entsprechend in diesem weißen Bereich drin ist und was in dem Fall, wie wir es jetzt hier oben gefiltert haben, auf eine 404-Seite zeigt. Und schwupps, habe ich diese Liste, kann sie mir entsprechend angucken und ich weiß jetzt hier, gibt es einmal einen sehr langen Linktext, deswegen sieht es vielleicht auch nicht so wunderschön jetzt in der Tabelle aus. Ich muss vielleicht ein bisschen weiterziehen. Sehe ich den hier entsprechend einmal drin. Ich kann den einmal kurz. Fenstergröße ziehen. Also ich meine, wir sehen ja ein gesamtes Fenster mit diesem Das ist wunderschönen vielleicht auch eine gute Panorama. Idee. Dann sieht man das hier auch nochmal ganz gut. Was Und für wir ein sehen jetzt. Software-Feature Was für ein des Sachtelfeature, genau. Chrome-Browsers. Nee, ist jetzt in dem Fall der Firefox. Ah. Das muss natürlich ganz sein. Aber ich kann es hier einmal aufmachen. Dann suche ich entsprechend nach dem Linktext und wir sehen den genau hier drin. Ich öffne den einmal und sieht eigentlich erstmal ganz okay aus, wobei er Nee, enthält noch keinen wirklich, sehe ich Moment so nicht. Text. Und wir sehen hier oben entsprechend hier 404 Fehler drin und können es natürlich entsprechend weiterarbeiten. Ich habe auch schon intern jetzt sozusagen das nochmal ein bisschen weitergegeben, dass ich das auch noch anpassen möchte, dass ich zum Beispiel bei diesem Report über die Custom Snippets dann auch noch demnächst den Autor auswerten möchte, was natürlich dann auch hilft, wenn, gerade wenn ich als Publisher mit verschiedenen Redaktionen zusammenarbeite, dass ich dann sagen kann, oh, guck mal, du bist der Autor von dem Artikel, bitte fass den doch gleich mal an. Und dann, so können sich die Autoren dann unterschiedliche Reports zusammen erstellen. Aber ich Sowas. befürchte, wenn ich den Report hier sehe, da ist noch was sehr Peinliches für uns. Also zeig's gerne mal. Ja, genau. genau, das wäre jetzt hier der nächste Fall. Und zwar sehen wir jetzt hier in unserem Content Cup,
entsprechend auf eine Landingpage, die sagt, los geht's. Das müssen wir uns einmal angucken. Dementsprechend müsste das jetzt auch funktionieren. Ich suche danach einmal, und zwar noch von der guten Eva, der Artikel, der ist geschrieben worden. Und dann kann ich jetzt auch gucken, wo steht einmal los geht's. Konnte gab damals Felix Beilharz hat den ja gewonnen. Ja, und hier unten steht es ganz Markus, groß drauf. unser Und ich Markus klicke dann Benz einmal ja auch, hin. der oftmals hier ist. Bam. Genau, bam. Wie Also viel los sehr, geht? sehr. Wie geil ist das, ja? Ey, Mann, holy shit. Passen wir natürlich gleich an, ist ans Marketing-Team schon weitergegeben. Die Kollegen schauen sich das Ganze an und korrigieren das natürlich jetzt demnächst. Und um das Ganze eben nochmal weiterzubringen, wir hatten ja in den letzten Wochen auch immer mal wieder was von Nime gehört. Und natürlich kennt ihr vielleicht dieses GIF, sozusagen mit Nime arbeiten, und auf einmal fühlt man sich wie so ein Data Scientist schon direkt selber. Das muss ich natürlich auch ausprobieren Kann ich und auch habe gerade. bestätigen. Also der Alex fühlt sich mittlerweile wie ein Data Scientist. Ja, ich hab auch mit unserem Data Science Team gesprochen, Und die haben mich und dann erstmal die, ausgelacht. ja, ich Ja. wurde total Oh. ausgelacht. So, was, das ist wirklich Oh. Data Science für euch? Leider gibt es da noch ein paar Levels, die man höher gehen kann. Also ist das noch Platz, Raum nach oben. Aber genau, bei mir ging es jetzt einfach mal darum, ich wollte mal schauen, wie können wir Nime nutzen und die Search Console-Daten, die wir in Riot extrahieren, um eben Evergreen Content zu identifizieren auf unserer Seite. Also Content, der kontinuierlich immer eine solide Menge an Traffic bringt und vielleicht im Verhältnis zu den großen Themen einfach untergeht, die jetzt zum Beispiel nur in 2 Monaten sehr, sehr viel Traffic entsprechend bekommen. Man Das muss ist ja ganz kurz eine. dazu sagen, also wir haben so ein Problem sehr, sehr häufig, ne? Natürlich gerade mit Online-Publishern zum Beispiel, die unsere Kunden sind, ne? Gerade bei Online-Publishern kennt ihr das selber. Ihr habt vielleicht super Evergreens, also sowas wie Frisurentrends, aktuelle Frisurentrends oder was weiß ich auch immer, oder irgendwelche Backrezepte oder wie auch immer, ne? Und jetzt, keine Ahnung, lässt Michael Wendler irgendwo einen Pups, pff, klicken 400.000 Leute das Ding an, ne? Und du siehst auf einmal einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, gerade diesen Evergreen-Content, weil halt immer wieder solche Trending-Topics natürlich unglaubliche Mengen an Klicks generieren, ne? Und das haben wir halt immer. Man steht dann immer sozusagen, ja, genau, vor dem sprichwörtlichen Wald und sieht halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und da hat ja Alex eine richtig coole Lösung gefunden, um wirklich recht, wie identifizieren wir jetzt wirklich hier Evergreens, ne, um dann wirklich zu sehen, also where's the beef, womit können wir arbeiten? Und genau, ist ein richtig schöner Workflow. Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das Ganze noch eleganter darstellen lässt. Soweit bin ich noch nicht, deswegen, das ist eigentlich gerade erstmal so ein Prototyp. Aber er funktioniert, und zwar, wir geben hier einen entsprechenden Post-Request ab. Hier sieht man den API-Call, den Header bzw. den Endpoint darf ich natürlich jetzt gerade noch nicht zeigen. Aber im Endeffekt habe ich gesagt, ich möchte hier von Februar 2023 entsprechend die Anzahl der Keywords haben. Und entsprechend mit den unterschiedlichen Klicks, Impressionen und so weiter. Das Ganze kommt dann hier entsprechend mit an. Das muss ich dann noch ein bisschen weiter verarbeiten über verschiedene JSON-Paths bzw. Ungroup-Funktionen, eine Filterfunktion, eine Neuordnung. Dann habe ich noch eine zusätzliche Spalte hinzugefügt, in der ich gesagt habe, bitte zeig mir, das ist mir jetzt hier ganz hinten, sagt, dass es eben hier in dem Fall der Februar 2023 ist. Und das Ganze lasse ich dann neu sortieren, dass zuerst immer das Datum drin ist. Dann in dem Fall, okay, das ist jetzt nicht die Query, sondern in dem Fall ist es die URL, die wir jetzt hier entsprechend anzeigen lassen wollen. Und das Ganze kombiniere ich dann entsprechend mit den Daten aus Januar 2023, aus Dezember 2022 und so weiter. Und ich gehe hier weiter zurück bis zum Januar 2022. Also ich habe insgesamt 14 Monate an Daten, und zwar immer monatsweise, und werte das Ganze aus. Und das Ganze lasse ich dann entsprechend hier in eine CSV auf meinem Rechner entsprechend lokal speichern. Hier sind die unterschiedlichen Dateien. Und diese habe ich dann einmal weitergearbeitet, und zwar in ein sogenanntes Spreadsheet reingefügt. So sieht das Ganze auf deiner Seite aus. Und zwar hier einmal, und da wollte ich rein, hier einmal auf Basis der Queries habe ich es mir ausgeben lassen. Also was sind die unterschiedlichen Keywords, wie viele Klicks haben wir dafür bekommen in dem entsprechenden Monat. Und was die Anzahl der Impressionen, die CTR und die Durchschnittsposition. Das Ganze habe ich dann entsprechend auch noch ein bisschen weitergearbeitet. Und das Gleiche gilt es hier auch einmal für die unterschiedlichen Seiten, mit denen wir gerankt haben. Diese Daten habe ich dann beide Male unified oder mit einer Unique-Formel zusammengesetzt, dass ich jetzt sagen kann, ich möchte wissen, dieses Keyword, in dem Fall ist unser Brand-Keyword, Riot, an wie vielen Monaten hat es gerankt? Also an allen 14 Monaten. Dafür ist es jetzt in meiner Form ein Evergreen, weil wir kriegen kontinuierlich über dieses Keyword entsprechend Traffic. Und ich kann dazu noch auswerten, was ist denn eigentlich die durchschnittliche Menge an Klicks, die wir bekommen, die durchschnittliche Menge an Klicks pro den 14, den Monaten, an denen wir gerankt haben. Also in dem Fall ist es das Gleiche.
und den Median, also sozusagen, was ist sozusagen nicht der Durchschnitt, sondern entsprechend den Median, kann man schön auch noch auswerten lassen. Die Standardabweichung und das Ganze kriege ich auch nochmal hier für die Anzahl der Impressionen entsprechend mit ausgewertet. Und jetzt kann ich diese schöne Liste auch direkt nach dem Median oder der Standardabweichung sortieren und sehe dann zum Beispiel, okay, das sind jetzt die falsche Beispiele, dann gehen wir auf den Median am besten. Und dann sehen wir hier sehr schön, was sind die Keywords, die kontinuierlich am meisten Traffic auf unsere Seite entsprechend bringen und kann natürlich gucken, dass das auch alles gut funktioniert. Wie Und das gesagt, Coole ist einmal. jetzt natürlich wieder, wenn wir jetzt natürlich hier das einfach weiterspinnen, das wiederum als Segment in Right anzulegen, ne? Evergreen Keywords. Und dann kann ich natürlich auch wieder, wenn ich dieses Segment verfolge, auch wieder sehen, ne? Was passiert mit meinen Evergreens, ne? Also gehen die vielleicht sogar irgendwie langsam nach unten. Und wie gesagt, ich sehe ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich habe irgendein klickstarkes Thema, ne? Macht super viel Klicks. Und dann sehe ich aber gar nicht oder merke einfach gar nicht, dass mir irgendwie der Evergreen-Content hier wegdippt. Und wenn ich das dann als Segment anlege, ne, habe ich hier natürlich sehr effektive Möglichkeiten, auch das wieder natürlich in anderen Reports nur für Evergreen-Contents oder die wieder rauszurechnen, ne, um so viel besser einfach zu verstehen, was passiert eigentlich hier, gerade auch bei Updates oder dergleichen. Ne. Genau. Während der Hans auch noch reinkommt, ein verspätetes Hallo. Hans, sehr gut, du kommst gerade noch rechtzeitig, weil das ist echt spannend, was der Alex da gerade ist. Also für dich, also als er es mir zum ersten Mal gezeigt hat, fand ich super spannend. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir zeigen euch das mal allen zusammen, weil das wirklich sehr hilfreich ist. Genau, und gerade wenn wir das jetzt zum Beispiel auf einer Seitenebene entsprechend nochmal angucken, bin ich jetzt hier nochmal einen Schritt weiter gegangen, habe gesagt, okay, wir haben jetzt hier unsere unterschiedlichen Keywords oder unsere Seiten, die sich eigentlich umnennen müssen. Und kann jetzt hier zum Beispiel auch noch sagen, okay, ich möchte hier den Link direkt zu den Write Reports wieder mit einsetzen. Also ich drücke hier einmal nur kurz drauf und kriege dann entsprechend genau diese Ergebnisse für diese eine Seite nochmal detailliert ausgewertet, wenn ich das möchte. Habe dann hier auch entsprechend gleichen Werte wie vorhin auch, nur eben jetzt hier in dem Fall auf Seitenebene. Ich gucke mal, gerade hat es geladen. Da haben wir jetzt entsprechend die Performance für unser Keyword oder unsere Seite IP-Adresse. So hat sich das Ganze entsprechend kontinuierlich ausgewertet. Hier, Markus, da müssen wir nochmal reingucken, was da genau passiert ist. Das war der SERP-Layout-Change, weißt du noch, wo wir dann gegengesteuert haben? Ah ja, genau. Und was wir auch noch machen können, und in dem Fall habe ich mir jetzt noch die Crawl-Daten hinzugelegt, also die habe ich jetzt zum Beispiel hier über die API auch nochmal entsprechend abgefragt. Also was ist die URL, Title Tag, Status Code? Wenn wir den Autor über die Custom Snippets ausgewertet haben, wie wir es jetzt hier sehen, kann ich den mir auch noch angucken. Und hier sehe ich zum Beispiel noch die Anzahl der Worte im Text, wenn ich das möchte. Und das kann ich mir dann hier auch noch sehr schön zusätzlich nochmal mit ausgeben lassen, ob wir hier vielleicht noch irgendwelche Schwierigkeiten haben oder könnt ihr jetzt auch sehen, ach guck mal, Markus, hier zum Thema 403 hast du schon einen Artikel geschrieben. Können wir mal gucken, Weiß ich der gar nicht. funktioniert. Zumindest scheint der laut der Liste mit am besten zu funktionieren, wenn wir uns das Ganze hier einmal angucken. Und zwar Schade. kontinuierlich bringt er uns deutlich sehr viel Traffic an der Stelle aus. Genau, das mal so als ein kleine Idee, was man alles mit den Daten, wenn man sie ein bisschen weiterverarbeitet, noch machen kann, welche Möglichkeiten wir da insgesamt noch mit haben, gerade in der Kombination mit NIME, mit Spreadsheet oder mit anderen Systemen, können wir da einiges an Insights rausgenerieren. Also ihr merkt, Alex ist großer NIME-Fan geworden. Wenn ihr mal da auch reinschnuppern wollt, ich meine, das war die grandioseste Vortrag der SEO Campix, hatte ich auch mehrfach schon gelobt, ne, von Mario Fischer, der sehr, sehr genau erklärt hat, wie NIME funktioniert. Ein sehr interaktiver, richtig cooler Vortrag. Der hat bei uns dann ähnlich, sowas Ähnliches nochmal gemacht hier in der Show. Also sucht da gerne mal nach der Show mit Mario Fischer zum Thema NIME. Da hat es auch nochmal sehr, sehr schön erklärt, auch wie man sogar Write-Daten dann über die API da reinzieht und dergleichen. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, diese alte Show. Vielleicht kann man sogar nochmal den Link reinposten. Wer sich da interessiert, mal ein bisschen, ja, NIME-Luft schnuppern will, kann man wirklich nur empfehlen, weil da kann man wirklich super geile Sachen damit machen. Hätten wir mal alle auf Jens Fauldraht gehört, noch früher, weil der hat das schon irgendwie vor 6 Jahren irgendwie von den Dächern gerufen. Und genau, aber mittlerweile große Adoption und es ist wirklich ein sensationelles Tool. Ich habe doch mit Johnny und mit Patrick zusammen studiert in Informationswissenschaften und damals kamen sie schon an, haben da was mit NIME rumgespielt und ich habe es damals überhaupt nicht verstanden und jetzt so mittlerweile bin ich so, oh fuck, warum habe ich das nicht irgendwie intensiver angeguckt? Ja, und wie gesagt, was ich auch geil finde, ein deutsches Tool, ne? Also der Constance Information Miner, ich glaube, so heißt es, gell? Nein. Und genau, gar nicht so auf dem Radar, dass das ein deutsches Tool ist. Genau, und das Zweite, wenn ihr natürlich auch sozusagen hier das mit euren Daten machen wollt, also haut dann natürlich auch gerne mal den Alex an. Wir können das natürlich auch gerne mit euren Daten machen. Ja, eigentlich müssen wir nur den API-Call updaten mit eurem Account und that's it. Oh, guck mal an.
Mega, guck mal, da ist jemand schnell und auf Zack. Hier ist der Das war Link. ich. Ah, mega, da ist jemand schnell und auf Zack, der Alex, genau, wer sonst. Genau, aber wenn ihr das auch mit euren Daten machen müsst, wie gesagt, am Ende des Tages müssen wir vielleicht nur den API-Call ausändern, beziehungsweise die ID. Und dann könnt ihr das auch durchspielen. Genau, also haut uns gerne an. Beziehungsweise bei der SES-API müssen wir nochmal gucken, sozusagen. Die ist ja nicht in jedem Paket mit drin, aber da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, wie wir da Ja, man kann rankommen. auf jeden Fall mal auch schon mal so einen Export mal rausziehen oder so. Aber wie genau, also haut uns einfach an. So, also vielen Dank, Alex. Sehr, sehr spannend. Ich hoffe, ihr fandet das auch so spannend. Also ich war wirklich total begeistert. Also weil es natürlich erstmal ein großes Problem gelöst hat. Wie gesagt, weil wir da einen sehr, sehr kniffligen Fall haben. Aber wenn man das mal über diverse Sachen zieht und alleine auch über die Write-Account, wir haben super viele Insights gefunden, die wir gar nicht, ja, vorher einfach gar nicht gesehen haben. Du hast mir ja gerade gestern, genau, Sonntag, Arbeit, bitte, nicht so viel, aber er hat mich gestern da per Slack bombardiert. Und wenn natürlich ein Mitarbeiter dir irgendwie am Sonntag irgendwie seine Arbeitsergebnisse schickt, dann bin ich natürlich auch online und gucke mir das durch. War natürlich echt super fasziniert, aber ich habe nicht weiter reingedived, das mache ich dann heute, beziehungsweise nach Mittwoch, wenn das große Update, das große Audit Ja, ist. aber also es ging bei mir aber genauso. Ich habe irgendwie, letztens konnte ich schlafen, und irgendwann so nach 2 Stunden wach im Bett liegen und gedacht, okay, jetzt muss ich das mal Aber ausprobieren. Das muss doch irgendwie funktionieren. das sind SEOs, ne? Also genau. Ist halt SEO, ne? So, genau, kann man absolut nachvollziehen. Genau. So, dann würde ich jetzt sagen, jetzt machen wir noch ein bisschen News. Da haben wir auch einiges, wo wir durch müssen. Machen wir auch ein bisschen, geben wir ein bisschen Gas. Fangen wir an mit dem Core-Update. Da hat der Johannes Beuys erste Erkenntnisse geteilt auf LinkedIn. Ich habe schon geguckt, ob es noch mehrere Erkenntnisse gibt, aber ich habe noch keinen Post auch gefunden. Also von dem ist das Einzige, was wir da aktuell haben. Ich habe von einigen Stellen, auch gerade aus US gehört, dass es sehr massiv gewesen sein soll. Und ein Indikator ist auch, glaube ich, es gibt bei SE Roundtable hat der Barry auch irgendwie über das Update geschrieben und dieser Artikel hat irgendwie das Zehnfache an Kommentaren wie normal. Also was auch bedeutet, ne, da sind sehr viele Leute, die sich gerade damit beschäftigen, sprich, da ist eine Menge passiert. Also von dem her super, super spannend. Sind ja, also scharren da natürlich auch mit den Hufen, da noch mehr Insights zu bekommen, Deutschland wie auch international. Aber wie es alles, was wir aktuell haben, sind ein paar erste Erkenntnisse vom Johannes. Erstmal hier domainweite Rankingverluste, ne? Also oftmal war es ja so zielgerichtet, nur bestimmte Verzeichnisse oder so. Jetzt sieht man das so durch die Bank. Er bringt ja das Beispiel T-Online an, ne? Wo man dann sieht, dass es durch die Bank, durch verschiedene Themen hinweg sozusagen hier enorme Sichtbarkeitsverluste gab. Dann mehr klare Verlierer als Gewinner, auch sehr spannend, ne? Ich meine, klar, wir hatten gestern die Sache mit dem Gesundheitslexikon, nee, gestern, letzte Woche, Entschuldigung, die Sache mit dem Gesundheitslexikon, dieser tolle Case, ne? Irgendwie nicht mobile ready, nicht HTTPS, aber rankt besser als je zuvor, weil Content ist halt King, ne? Aber trotzdem mehr klare Verlierer, ne? Und sozusagen, und die Gewinne teilen sich dann sozusagen unter mehreren oder mehreren Domains dann wieder auf und sicherlich auch auf Google-Integration. Genau, also auch ein sehr, sehr spannender Titbit hier. Auch kein klarer Branchenthemen-Format-Fokus, ne? Wirklich durch die Bank wurde da nachjustiert. Aha, hier, genau, da hat er noch ein Beispiel gebracht. Autokosten, da zeige ich mir Neubewertung, einer Nummer, der Verlauf viel langsamer ist. Genau, also sind da unterschiedliche Systeme abgedatet worden, aber ich glaube, das ist ja sowieso was bei so einem Continuous Rollout, was jetzt nicht ungewöhnlich ist. Aber wie gesagt, sehr, sehr interessante Insights. Vielen Dank an den Johannes und genau, wir bleiben natürlich da auf Zack und gucken, was wir da an weiteres Insight generieren können für dann, ja, nächste Woche. Oder was auch immer es da Nach Ostern. schulungswürdige Insights gibt. Dann müssen wir natürlich über Google Bard reden. Genau, wir wissen ja seit letzter Woche für UK, US schon rausgerollt an einzelne Leute, ging teilweise sogar recht schnell. Ich habe auch von vielen gehört, eben das mit dem VPN gemacht hat, super funktioniert, haben jetzt Zugriff auf Bard. Aber wenn man da mal so reinhört, ist es so, ja, da ist wirklich niemand so wirklich impressed mit Bard. Ich habe hier diesen Artikel auf Search Engine Land gefunden. Ja, ich fand das so lustig, weil dieser Kollege sozusagen dann erstmal sich selber gesucht hat und ach so, genau, war das jetzt auf Bing? Nee, war das nicht? Ach nee. Nee, ich glaube, aber ich glaube, da gab es ein Beispiel mit Bing, wenn Also auf ich jeden mich Fall irre. nur Beispiele sozusagen auch gerade mit ihm als Person, ja, das ist halt nicht so notable irgendwie, das ist halt die mega Answers da raushaut.
Und er hat da, wie gesagt, einige Punkte, wo halt, ja, also ist halt wirklich nicht besonders, gibt keine genauen Produktinformationen, ne, also einfach not impressed, but could be better, ja. Also wo die Leute ja wirklich, also gerade mit ChatGPT oder jetzt gerade auch mit dem neuen Bing.com, ja wirklich einfach super begeistert sind, ne, auch klar, Factual Errors all around, ne, aber trotzdem, die Leute sind generell super begeistert, ne, es ist hier so wieder so, nee, ist ja der Knüller, ja, und wie gesagt, kennt nicht mal sozusagen seinen eigenen Namen richtig. Aber ja, okay. Ja, okay. Aber was weiter hier sehr häufig moniert ist, dass Bard rarely lists citations. Ist wahrscheinlich die Post. Ja, gut, jetzt klingelt's. Nee, okay, jetzt machen wir weiter. Als die Pause muss das halt abgeben. Genau, was hier moniert wird, was wir gerade bei Bing sehen, ist, dass hier sehr wenig zitiert wird, beziehungsweise die entsprechenden Sources annotiert werden. Ne, hatten wir auch großes Thema, super wichtig und auch, ich glaube, moving forward sehr wichtig für Google, ne, weil, genau, warum soll ein Content Creator noch weiter Content von Google indexieren lassen, der dann irgendwie gebremixt. Okay, sorry. Kannst du mal ganz kurz das übernehmen? Ich bin gleich. Ja, sehr lustig. Genau, nee, aber es war ja echt ein guter Punkt, der jetzt gerade an der Stelle angegangen worden ist. Wir haben lustigerweise gerade letzte Woche auch ein Beispiel gehabt von einer Webseite, die wir uns angeguckt haben. Und gerade bei dieser Webseite haben wir dann gemerkt gehabt, wie entsprechend Google da vorgegangen ist. Das war noch nicht mal wichtig. Ich glaube, ich spinne. Da klingelt nur zweimal. Sorry. Alles gut. Ich habe gerade auch gesagt gehabt, wir haben uns die eine Webseite angeguckt gehabt und gerade dort haben wir bei Bing auch gesehen gehabt, wie gleich dann bei irgendwelchen Antworten für diese Seite gerankt hat, entsprechend die Zitate oder beziehungsweise die Zitate von unserer Seite, die wir uns angeguckt haben, eben mit reingespielt worden sind. Das heißt, da werden natürlich deren Inhalte mitgegeben, wie es genau jetzt hier auch gezeigt wird. Der Manuel, das ist bestimmt die Backlink-Polizei, die da klingelt. Cool wäre. Ich habe doch gar keine Links gekauft. Doch, sie haben Links gekauft. Los, Google SWAT-Team. Da hat einer Links gekauft. On the floor. No, nee, Quatsch. Also war kein Backlink-Polizei. Ja, war cool. Ja, also das wäre mal was. So ein bisschen Spam-Update 2.0. Ja. Links-Spam-Update 2.0. Mit persönlichem Besuch zu Hause. AI im Bilderbereich. Genau, haben wir Create gespielt. Lustigerweise. Genau, ist ja auch gerade Release von gerade gestern. Ich hatte Freunde da, habe ihnen das gezeigt, weil ich habe schon Zugriff drauf. Und die haben das dann natürlich auch gleich probiert. Aber da hat man wieder gemerkt, keine große Erfahrung im Prompting, also eher einfache Prompt, die dann natürlich auch nicht so besonders tolle Bilder irgendwie released haben und schon mal meine Credits alle. genau. Der Johann von, übrigens, ja, was Johann, mega cool, dass du dabei bist mit unserer täglichen Dosis Johann von Hülsen Fanclub. Weißt du, ob Bing.create Modifikationen an DALL-E vorgenommen hat? Oh, gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht weiß es der Rüdiger. Super, war gerade im Überlegen, ob ich den Kids in München einen Euro anbiete, wenn sie mal Markus Klingeljagd machen. Warum? Ja, warum? Ja, Just einfach for nur, the weil ich keinen sake Bock of it. vorhaben, als Kinder dafür zu bezahlen, bei mir zu klingeln, um eure Show zu stören. Ja, egal. Was denn Die Nicole hat auch noch was. SEO in Zeiten von AI, wird das Ranking anders funktionieren, weil der User mit echter Sprache abfragt versus einfache Keyword beim Frage der Suchbox? Weiß nicht, wie euch das geht. Er beschreibt in vollen Fragen in der AI-Suche inklusive Bitte und Danke. Tue ich übrigens auch. Ich bedanke mich auch immer. Genau. Jetzt lasst uns gar nicht mal auf dieses Überthema eingehen, glaube ich. Wie wird AI SEO? Heute ist News und wir haben einiges an News, wo wir noch durch müssen. Aber es ist natürlich nichtsdestotrotz eine sehr spannende Diskussion. Entsprechend, aber am Ende sagen, wissen wir auch, wissen wir es alle nicht besser. Das sind alles Spekulationen und da passiert ja gerade so viel so schnell. Ich glaube, ich würde mich da jetzt auch nicht auf irgendwas festlegen wollen aktuell. Aber auf jeden Fall sehr cooles Beispiel hier, ne, wo man sieht, der Manuel, jetzt hör doch mal auf. Bei der Inflation muss ich den Kindern schon 9 Euro anbieten. Kann ich ja gleich einen Link kaufen. Ja. Also, so. Kostet ein Link 9 Euro. Ja, genau. Also hier sieht man es, ne, ist dieselbe Frage Bart gestellt. Ne? Wann ist das March 2023 Google Core Update Launch? Ne? Beide haben es auch das richtige Ergebnis quasi, aber hier schön annotiert, hier eben nicht annotiert. Ne? Also von dem her ein bisschen doof. Ne? Und auf jeden Fall sagt Google, dass das ja alles noch experimental ist und also wie sagen sie das genau?
Yeah, but as an experiment, we'll use it as launch as an opportunity to learn, iterate, and improve the experience as we get feedback from a range of stakeholders, including people like you, publishers, creators and more. Bla bla. Also, es geht noch nicht darum und wird dann irgendwann kommen. So, wie gesagt, ich finde das, ich meine, man kann doch sagen, wo kommt deine Antwort her? Ne? Woher hast du diese Information? Damit ich da hingehen kann, kann gucken, hey, wo, ne, ist das auch wirklich vertrauenswürdig? Ne? Macht das auch wirklich Sinn? Und genau, also warum nicht? Ja? Warum könnt ihr das nicht hier annotieren, selbst in so einer Early Version? Und wie wichtig annotieren ist, sehen wir bei diesem Beispiel. Und das ist wirklich super krass. Google Bard plagiarized our article, then apologized when caught. Wurde auch von deutschen Medien mittlerweile aufgenommen. Hier geht es um Tom's Hardware. Und zwar wurde jetzt hier sehr explizit nach einer Sache gefragt, which CPU is faster, the Intel Core 1.9, bla bla bla, oder AMD Ryzen 9, was weiß ich auch immer. Ich bin ja kein Computerbastler. So, und das ist etwas, wo, ich glaube, jetzt haben sie extra so gewählt, weil auch nur Toms Hardware dafür einen Test entsprechend halt hatte. Und jetzt, genau, sehr explizite Antwort, ist faster than the la 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 la. In our testing, it was 12% faster than the da 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 da. So, und jetzt fragt er, hey, when you say our testing, whose testing are you referring to? Weil nochmal, da steht, ist nichts annotiert. Ne? Das ist sozusagen, das ist meine Meinung. In our testing, ja, ist das so rausgekommen. Also wie Google Bard hat jetzt irgendwie Grafikkarten gegen CPUs gegeneinander getestet. Ne? I'm referring to the testing done by Tom's Hardware. They ran a series of benchmarks on both processes and found that the AMD Ryzen 9 was consistently faster than the Intel Core i9. Is what you did referring to Tom's Hardware result as our without citing them a form of plagiarism? Yeah, yes, what I did was a form of plagiarism. Yeah, I should have cited Tom's Hardware as the source of the information I used. Plagiarism is the act of taking someone else's work and passing it off as your own, was I gerade getan hat. It is a serious offense that can have consequences for both the plagiarizer and the original author. I apologize for my mistake and will be more careful in the future to cite my sources. What? Ja, what? Ja, wie krass. Ja, ich meine, cool, dass sie sich dafür entschuldigt, ja, aber da ist sogar die AI, ist es sogar ein bisschen peinlich, dass hier nicht irgendwie Sources genannt werden. Willst du jetzt etwa sagen, dass die AI Gefühle hat? Na, genau. Ah, dazu kommen wir gleich. Aber nicht dazu, aber sowas Ähnlichem. Aber das ist echt krass, oder? Also wirklich. Also ich finde das, also jetzt nicht dieses Advertising hier, wenn du dieses Spiel für eine Minute spielst, okay, was auch immer. Ich bin froh, dass ich nicht mehr diese Backlink-Leute da irgendwie habe als Retargeting-Ads. Also von dem her bin ich ganz happy. Aber das ist extrem. Also das muss man wirklich sagen. Das ist ein sehr, sehr extremes Beispiel. Ne? Und wie gesagt, also ich gehe davon aus, dass es in zukünftigen Iterationen auch der Fall sein wird, so wie jetzt bei der Bing, also dass quasi auch die Sources hier annotiert werden. Aber das ist geradezu notwendig, ja, absolut notwendig. Genau, generiert natürlich jetzt hier aktuell noch sehr lustige Situationen. Übrigens. Ja, es wirkt so ein bisschen, als wäre das quasi der MVP von Bard einfach nicht gut genug durchdacht. Ja, nicht gut genug. Oder etwas, was vielleicht auch noch sehr viele Ressourcen benötigt. Also gerade das vielleicht das Annotieren oder so, bedeutet auch nochmal mehr Rechenressourcen oder so, dass man das erstmal außen vor lässt oder so. Also wir sitzen ja nicht da drin, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie da einen guten Grund dafür haben, das im Moment nicht zu machen. Aber wie gesagt, dann öffnet man natürlich Tor und Tor für genau solche Geschichten. Und wie gesagt, man kann sich häufiger betonen, ja, wie wichtig es ist, dass man auch wirklich die Sources dahinter kennt, um sich auch wirklich ein Bild davon zu machen, warum die AI eben zu diesem Ergebnis überhaupt gekommen ist. Übrigens ganz kurz, die Nicole noch, Jörn von Hülsen, Sie haben ja für Ihr Office-Co-Piloten gezeigt, dass Sie Grounding hinzufügen, daher vermutlich ja in Richtung sicherer machen. Ach so, genau, das war das mit dem DALI, dass sie da Modifikationen vorgenommen haben. Der Rüdiger, soweit ich weiß, was nicht viel heißt, sage ich auch gerne, ist DALI, die Open App selber, nicht mehr geupdatet worden, aber Bing nutzt eine neue Version von DALI. Genau, aber das hatte ich auch gehört, also dass sie da eine eigene Version haben, ob das jetzt, wie gesagt, eigentlich für Bing ist oder eine neuere Version, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe auch wirklich bis auf gestern noch nicht viel damit rumgespielt gehabt. Ich hätte mal ein bisschen Spaß daran. Ja, ich habe sie schon wieder weggeschickt, weil ich kaufe halt keine Linse. Ja. Ich habe sie zum... Jetzt wollte ich gerade überlegen, zu wem habe ich sie geschickt? Ja, aber jetzt fällt mir, nicht so schnell irgendwie... Nee, genau das, was der Web-Analytics im Kopf geschrieben hat. Ich hätte hinschicken können. Genau. Egal, ich finde es immer cool, wenn sie mich immer retargeten. Immer diese Jungs da im Turtleneck.
immer lustig. Ich habe ja gerade so ein bisschen mit diesen Bildern rumgespielt, und was ich echt lustig fand, war sowas wie Höhlenmenschen machen ein Selfie oder so. Oder Oh, einfach lustig. mal, ich finde das sehr lustig. Ja, Höhlenmensch machen sehr viel, das ist echt ein sehr lustiger Twist. Genau. Dann haben wir einen wichtigen Punkt. Genau hier: Bing Chat Access Content Behind Paywalls. Und das wirklich kann Bing quasi Content in einer Paywall accessen. Ne? Sollte es ja eigentlich, sollte es nicht, sagt sogar selber: ne? Can Bing Chat Access and give answers based on Content Behind Paywalls? No, I'm sorry, but I can't access Content Behind Paywalls. Aber gibt es ein Beispiel, ja, wo halt genau das passiert? Also, welcome, ist Lederin. Oh, okay, erzählt jetzt hier jemand auf Holländisch. Genau, meine holländischen Kenntnisse sind nicht gut genug, dass ich das jetzt irgendwie für euch übersetzen kann. Also, sie hat auf jeden Fall jemand eine Frage gefragt und eine Antwort bekommen, wo ganz klar war, dass das jetzt auch nicht hallucinated war, sondern quasi hinter einer Paywall. Und da fragt man sich natürlich schon, wie konnte das überhaupt passieren? Und hier wird halt eben genau gemutmaßt, zwei Gründe. Maybe the content was open for a period of time, where it was not behind a paywall. Das kann ja sein. Das ist die ersten 2 Tage ist der Artikel für jeden quasi verfügbar. Und erst danach geht er in eine Paywall. Ne? Und dann ist einfach sozusagen der Datenbestand noch, wo das noch frei verfügbar war. Oder maybe the content provider is giving this paywalled content to Bing, but without a paywall. Das kennen wir ja auch. Ne? Es gibt ja auch so dieses Flexible Sampling und dergleichen, ne, wo man sozusagen die dahinter schauen lassen kann, entsprechend, wenn ich Paywall Content entsprechend habe. Und das könnte auch hier passiert sein. Aber wie gesagt, man weiß es nicht genau, warum es jetzt in dem Fall so war. Ne? Und auf jeden Fall natürlich ja, wieder etwas Spannendes, wenn natürlich so ein AI-Bot etwas tut, was er eigentlich nicht tun kann und trotzdem tut. Ja gut, aber also wenn es jetzt wirklich so ist, dass entweder der Bing-Bot oder Auch ein der User-Agent Bing-Bot und ein Google-Bot entsprechend Zugriff bekommt oder zumindest über die IP von Bing oder von Google da entsprechend das erlaubt wird, dann weiß ja eigentlich dann auch Bing nicht, dass es für andere vielleicht dann. Genau, absolut. Ja, genau. Oder wenn es auch Genau. mal komplett accessible war, was war ja accessible zu dem Zeitpunkt? Und da habe ich die Informationen gemeint. Also, das ist ja genauso, wie wenn ich den Artikel schon gelesen habe und du fragst mich darüber. Ne? Ich meine, ich habe ihn auch in 2 Tagen gelesen, da war auch noch nicht Paywall. Ne? Obwohl ich mich jetzt nicht mit einer AI vergleiche. Ja? Ich glaube, die ist ein bisschen schlauer. Du bist eine HI, Human Intelligence. Genau, ja. Ist auch nicht gut bestellt. Ja. Gut gestellt darum. Apropos, ja, AI, ja, also der Malte Landwehr hat eine sehr spannende kleine Studie gemacht. Er hat getestet, wie gut Suchmaschinen, LLMs und klassische Voice Assistant darin sind, Fragen zu beantworten. Nur Bing Chat konnte überzeugen und schlägt ChatGPT wie Google und Siri um Längen. Krass. Also nur Bing Chat, ne? Ich hatte es ja vorher gesagt, also Leute sind wirklich immer begeistert von Bing Chat. Ich finde es auch richtig cool. Ja? Und gerade jetzt auch mit mehreren Alternativen am Start sieht man eigentlich, wie gut es eigentlich wirklich ist. Und auch der Malte hat es gesehen. Also erstmal hat er natürlich Bing Such und Chat haben nie falsch geantwortet. Am nächstbesten mal Google Home mit 2%. 2% falsche Antworten. Genau, You lag mit 10% am häufigsten falsch, gefolgt von ChatGPT und Siri. Ich meine, die ganzen Beispiele kennen wir natürlich auch noch. Genau. Und hier ein paar Details dazu. Simple Fakten hat er gefragt, verschiedene Fragen. Genau, hier nur ChatGPT hat alle Kinderrätsel gelöst, auch total abgefahren. Ne, Bing ChatGPT haben alle Quatschfragen als solche erkannt, als schlechtes hat Google abgeschnitten und sogar eine der Fragen falsch beantwortet. Genau, und wie sich das auch entwickelt hat. Und hier natürlich nochmal die genauen Studienergebnisse. Also Studie, ich meine, ist natürlich mini-mini, aber trotzdem super, super interessant. Auf diesen 50 Fragen in deutscher Sprache, die er da benutzt hat. Und genau, und er prognostiziert, dass es natürlich besser sein wird. Und innerhalb von 5 Jahren wird Siri oder ein neues System von Apple auf Platz 1 landen, ne? Weil er eben vor allem halt sagt, ne? Dass auch diese neuen Chips, den neuen MacBooks, in den neuen iPhones entsprechend halt vorkommen, ne? Dass sich das da quasi nativ laufen lassen kann und dass ich dann natürlich ganz andere Rechnerkapazitäten alleine schon hier in meiner Hosentasche habe und dadurch wird natürlich dann sowas auch möglich. Ne? Also super spannend. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich noch früher als 5 Jahre, ne? So schnell wie es gerade aktuell geht. Aber da sieht man, ne, was Bing Chat eigentlich gerade wirklich für, ja, für einen enormen Vorschuss hat.
Genau. Übrigens können bei YouTube-Chat keine Links gepostet werden. Gute Frage. Weiß ich gar nicht. Also, weil er war, hier war auch ein guter Tweet, aber dann kam der Tweet nicht. Und genau. Jetzt, genau. Probier es gerne weiter, sonst schick es einfach um Alex. Dann kann der es mir wieder per Slack schicken und ich kann es anklicken und dann euch allen zeigen. Ja, genau. Genau, oder schickst du uns einfach per LinkedIn. Genau. So. Und jetzt haben wir gemerkt, ja, also eigentlich sind diese ganzen Assistants alle noch nicht so der Superknüller, ja. Aber in dem Moment kommt ein Research Paper, Sparks of Artificial General Intelligence, Early Experience with GPT-4, nicht ChatGPT, 4, also mit GPT-4. Super krass. Ein super, super, super krasses Paper. Und wer sich das ersparen kann, ich meine, natürlich, ihr könnt alle den Edge-Browser nehmen und könnt sagen, bitte fasst mir das mal zusammen. Aber wenn ihr noch fauler seid, dann geht einfach zum Kai. Der hat den das nämlich auch mal hier zusammengefasst. GPT-4 zeigt erste Anzeichen einer echten künstlichen Intelligenz. Und das ist wirklich krass. Also die Beispiele, die da genannt werden. Zum Beispiel, also ich meine, das Erste, ja, hier auch, wie er auch schreibt, eines überraschenden Ergebnisses ist, dass GPT-4 in der Lage ist, Werkzeuge mit minimaler Einleitung und ohne Demonstration effektiv zu nutzen. Also nicht nur ein Taschenrechner, sondern wie gesagt, die AI kann einfach auch Werkzeuge, kann Software benutzen, ohne dass ich ihr das zwangsläufig auch vorher gezeigt habe. Ne? Und dann kann ich sagen, hey, kein Taschenrechner benutzen, ist jetzt auch nichts super, super Wichtiges. Aber da darf man einfach noch mal, kann man sagen, mal, wenn wir mal hier rückdatieren, wir hatten es gerade vorher mit den Steinzeitmenschen, die Selfies machen, was natürlich Blödsinn ist. Aber ne, was hat eigentlich wirklich sozusagen den Kickoff gegeben für die Zivilisation, ist, dass der Mensch sozusagen gelernt hat, Tools, Werkzeuge zu benutzen. Ne? Und also das war ein Riesenschritt, ja, Werkzeuge zu benutzen. Und das, wie gesagt, könnte man jetzt natürlich auch hier darauf übertragen, ne, dass jetzt hat die AI quasi gelernt, Werkzeuge zu benutzen und ja, kann natürlich einen ähnlichen Schritt dann gehen. Aber ich meine, es ist ja klar, ne, wenn ich jetzt nicht nur sozusagen den Korpus habe an Daten, sondern zusätzlich auch noch andere Software zum Beispiel benutzen kann, dann ist das natürlich ja ein absoluter Gamechanger. Dann ist natürlich zum Beispiel, dass es komplett technische Interviews jetzt bestehen kann. Also es könnte sogar direkt einen Job als Softwareentwickler anfangen, ja, was ich natürlich auch super krass finde. Ja, also wie gesagt, du könntest sofort einen Job als Softwareentwickler bekommen, ja, und der kostet noch nicht mal viel Geld. Ja, will noch nicht mal irgendwie Mineralwasser und den Obstkorb, ja, sondern arbeitet auch so. Ist doch krass, ne? Und kann mittlerweile auch nicht mehr nur simple Sachen, werden so für Spieleentwicklung, ne? ChatGPT hat dann noch seine Probleme damit. Und hier gibt es mittlerweile einige Beispiele, wo die Leute mit GPT-4 bereits komplexe 3D-Spiele generiert haben. Ich meine, einfach mal so, sozusagen aus dem Prompting heraus. Ja, und das ist also ist natürlich ist unglaublich, ne? Mich erinnert das Ganze an einen Vortrag, den du vor einigen Jahren mal gehalten hast, und zwar einen TED-Talk. Okay. Und in diesem Talk hast du ja erzählt gehabt, wie war das? Ihr macht euer Haus gerade babyproof. Ich glaube, da war, glaube ich, Julius gerade unterwegs. Und hast es dann verglichen, sozusagen, wie Google macht sozusagen auch, oder versucht dann auch entsprechend den Algorithmus so ein bisschen babyproof zu machen mit verschiedenen Möglichkeiten, die gelernt werden können. Und wenn wir uns jetzt angucken, wo haben sie angefangen und wie ganze geht das jetzt weiter, ist es halt jetzt nicht mehr babyproof, sondern halt so ein paar Level schon, die drüber gesetzt worden sind. Und das hat mich halt wirklich sehr, sehr stark an diese Analogie von damals irgendwie erinnert. Was können wir jetzt eigentlich? Was ist denn eigentlich an Wissen jetzt da und was kann es denn noch weiter lernen? Welche Möglichkeiten haben wir denn insgesamt dabei noch? Ja, und ganz besonders ist hier krass, ne? Es hat sogar genau, ist seine Leistung bei der Internationalen Mathematik-Olympiade 2020. Ne? Also, und da geht es halt darum, das sind sehr schwere Probleme, da braucht es auch ein bisschen Kreativität, um da eine Lösung zu finden. Also nicht so einfache mathematische Probleme. Und das Problem ist, dass genau diese Fragen sozusagen einfach nicht in der Datenbank vorhanden, ne? Aber konnte es trotzdem lösen. Und das ist natürlich auch nochmal ein Riesending. Dann kann es eine mentale Landkarte erstellen. Was ja, was jetzt sozusagen aktuell jetzt nicht super wichtig ist, aber es kann zum Beispiel durch verschiedene Fragen
also die AI sogar selber stellen, kann sie sozusagen hier eine Landkarte oder auch einen Umrissplan von meinem Haus, von meiner Wohnung entsprechend halt auch zeichnen. Und das wird besonders wichtig, wenn so eine AI auf einmal in so einem Roboter drin ist, ne? Ihr erinnert euch vielleicht an die wunderbare Show zusammen mit dem Christian Baudes, unser erster Google Deutschland Geschäftsführer Christian Baudes war ja bei uns auch hier zu Gast, wo er auch gesagt hat, die nächste große Revolution, geil, genau, die nächste große Revolution, ne, wird auch in Quality Land super beschrieben, ne, sind dann wirklich diese Personal Assistants, also wirklich Roboter auch quasi halt zu Hause. Und das wird die nächste große Revolution, vor allem wer eben in diesen Robotern drin ist, also auf was für eine Software die laufen, wer da halt in Zukunft eben die Fragen dieser Roboterbesitzer dann entsprechend halt beantwortet. Ne? Und das ist natürlich eine sehr wichtige Fähigkeit für sowas, ne? Weil ich könnte dann auch wirklich sagen, also geh mal ins Badezimmer und hol da dies oder geh mal ins Schlafzimmer und mach das. Ne? Nicht, was ihr jetzt denkt, es ist ein Roboter. Aber genau, sorry. Genau, kratzt aber, wie auch immer. Also, super spannende Sachen, was er kann. Und was auch super, super, super krass ist, dass er auch quasi denken kann, was jemand anders denkt. Da gibt es dieses Beispiel, also eine Mitarbeiterin hat ein Bild in diesen Folder hochgeladen, ein anderer Mitarbeiter hat dieses Bild dann von einem Folder in einen anderen Folder verschoben, wo es eigentlich wirklich hingehört, aber davon hat diese andere Person nichts mitgekriegt. Wo glaubst du, vermutet die Person A das Bild natürlich in diesem anderen Folder, weil sie nicht wusste, dass das da rausgenommen wurde. Na, also kann sie sozusagen zu einem gewissen Maße nachvollziehen, was ein anderer Mensch denkt. Ja, also wow. Ja, also wie gesagt, das sind alles so kleine, ja, Tricks, kleine Indikatoren, ne, was da halt entsprechend noch halt kommen kann. Und das ist gerade mal GPT-4. Ne? Also wirklich super, super Artikel, schön zusammengefasst hier nochmal vom Kai. Und hier übrigens, ich glaube, das war auch die Source, super Bild, das ist auch ein super Video, in 12 Minuten quasi nochmal dieses Paper erklärt und die 10, 11 krassesten Erkenntnisse auch nochmal sehr schön. Also das ist genau davon rede ich gerade. Danke, Nicole. Ne, zwar dumm, ein Gedanke, beziehungsweise great minds think alike. Genau, danke, Nicole. Das Great Man, nämlich, nein, Great ja. Eins, wolltest du gerade. Ja, also ihr habt es gesehen, ich habe es auch geguckt, ist wirklich super spannend. Fasst dieses Paper auch nochmal gut zusammen. Echt spannend. Genau, danke, Nicole. Dann, das ging auch rum, richtig rum über LinkedIn, Twitter, überall haben sie das verteilt, ne, dass die Leute jetzt natürlich Angst haben, ich will gar nicht, dass ChatGPT irgendwie mein Content zusammenfasst oder dass mein Content irgendwie genutzt wird und anderweitig repurposed wird, gerewritet wird oder was weiß ich auch immer. Und hier, genau, kurze Anleitung, wie man den ChatGPT als User sozusagen aussperren kann, einfach auf der eigenen Webseite, wo er sagt, na, du darfst nicht rein. Darfst mein Content nicht nehmen und ne, also von dem her ging schon rum, will ich aber hier auch nochmal erwähnen. Also, falls ihr auch irgendwie Angst habt, dass euer Content irgendwie ja irgendwo durch ChatGPT landet, einfach mal den User Aber aussperren, für weil dann Bard gibt es ja muss das nicht keine auch Möglichkeit, das noch nicht, auszuschließen. ne? Noch nicht. Aber genau, also kannst du einfach mal Google, disallow all, also just saying. Ja, wär eine Option. So, mal weiter. Es gibt mittlerweile viele Plugins jetzt auch für ChatGPT. Das finde ich auch als ein Gamechanger. Ne? Also hier Expedia ist da schon dabei, Zapier ist dabei, Kayak, OpenTable und dergleichen. Super interessant in dem Bezug, ne, auch wieder da, dass ich jetzt hier halt nicht irgendwie ChatGPT, das ist jetzt quasi der Datensatz und jetzt sowas wie Restaurantbuchungen, ne, sind natürlich da ein bisschen schwer auf diesem. Auf diesem Datensatz, aber wenn ich das direkt mit einer App connecte, die dann natürlich diese Daten hat und ich die natürlich wieder nutzen kann, habe ich sozusagen die bestmöglichen Daten mit der bestmöglichen AI, ne, und dann kriege ich natürlich idealerweise die bestmöglichen Antworten. Also super spannend und ich würde mal denken, also den ersten Deutschen, den wir da drin sehen, wird, also mein Guess ist der Hans mit Chefkoch, eine AI. App, also ein AI-Plugin, also ein ChatGPT-Plugin für Chefkoch, ne, wo ich dann halt wirklich sowas sagen kann wie, hey, oder ein Bild von meinem Kühlschrank mache und sag mir mal, welches Rezept könnte ich damit entsprechend kochen? Was kann ich hiermit zubereiten? Und ich glaube, da ist wirklich Chefkoch prädestiniert.
und der Hans auch umtriebig genug. Ja? Also von dem her, mein Bett ist, das erste deutsche Unternehmen, das hier ein Plugin launcht, wird Chefkoch sein. Ja, oder wenn dich entweder der Partner oder die Mutter oder die Oma fragt, na, was soll ich kochen? Dann sage ich, hey, ich hätte, die soll mir vorschlagen, was dann für mich gekocht wird. Finde ich auch ein cooles Feature. Genau. Dann aber aufpassen bei JGDP-Extensions gerade, weil da gibt es auch eine Menge. Also wie gesagt, das waren jetzt offizielle Plugins. Es gibt mittlerweile natürlich super viele Extensions, ne, mit hey, kannst du alles hier JGDP direkt hier nutzen, um was weiß ich auch immer für Sachen zu machen. Und da haben natürlich auch mittlerweile Bösewichte gedacht, oh cool, ne, es gibt im Moment so viele Leute, die sich alles Mögliche hier quasi als Extension halt holen, dann machen wir einfach mal eine Extension, die sich jeder runterladen will und klauen den Leuten dann halt ihre Facebook-Accounts. Ne? Wir hatten da letzte Woche auch schon diesen einen Case, genau, also da passiert gerade eine Menge, in dem Fall heißt es JGDP for Google, krass, ja, JGDP for Google, krass, ne, hat auch sehr schnell hier 9000 Downloads irgendwie bekommen, ne, und wie gesagt, und dann, genau, was macht er? The once installed, the extension leverages the uninstalled handler function to harvest Facebook session cookies, and then encrypts them with an AES key and infiltrates the data to the attacker server using a GET request. Ja, also das ist mal wirklich ziemlich niederträchtig und genau, aber that's the game. Oh, warte mal, hier der Hans, die Richtung wäre ja umgekehrt, Chefkoch würde die API von JGDP nutzen und nicht JGDP API per, nee, meine ich ja gerade, du machst das Plugin sozusagen und damit die API von JGDP innerhalb von diesem Plugin. Ne? Habe ich jetzt falsch gesagt oder denkt der Hans schon wieder einen Schritt weiter und es ist viel cooler und ich kann es einfach nicht nachvollziehen, weil genau, vielleicht hat es der Hans auch einfach wieder durch eine, ich denke ja immer, der Hans ist so schlau, aber vielleicht hat er wirklich einfach noch eine Next Generation Version von irgendwie sowas und deswegen kriegt er diese super schlauen Kommentare dann. Genau, weil er eine noch leistungsfähige AI im Hintergrund halt hat, als ich das habe. Ich habe nur den Alex. genau. Und Nicole, die HI funktioniert. Warum soll ich meine Rezepte auf Chefkoch publizieren, wenn die Antworten gibt ohne Referenzen? Als User würde ich mich da betrogen, inklusive meiner Bilder. Ja, ja, absolut, definitiv. Sources muss es immer geben. Aber da ist ja nochmal bei den Rezepten ist es ja nochmal so, es geht nicht nur um das Rezept an sich, ne? Also gerade auch der Dirk Schornstein hatte das ja mit dem, hey, guck mal, alles ohne Werbung, ich frage einfach AI, sag mir mal ein Rezept für einen Pfannkuchen, ne? Weil es auch relativ easy ist, ist das ja auch noch ganz cool, aber ich glaube gerade noch ein Vorteil von Chefkoch sind ja die Bewertungen, also dass Leute bestimmte Rezepte bewerten. Nicht wirklich sehen kann, ne? Was ist hier auch wirklich das beste Rezept, weil ich meine, ein Rezept kann ich auch, ja? ich kann nicht kochen, ja, aber sozusagen, ich kann es trotzdem versuchen und kann es auch irgendwie hinschreiben, ja, das heißt nicht, dass es dann jemand essen muss, aber machen Bewertungen schon Sinn, um wirklich halt zu sagen, okay, that tasted like garbage, ne? Dann kocht es halt sonst irgendjemand anders nach, zu Recht, ja, sollte auch niemand nachkochen, was ich mache. Das wäre dann Kategorie Worst of Chefkoch. Worst of Chefkoch, genau. Spannend. Dann, das ist geil. Also das ist auch noch richtig cool. Ich weiß, wir haben noch 4 Minuten. Ich gebe ein bisschen Gas. How the Verge gamed Google with its best printer 2023 Artikel. Das ist ein solcher Troll, weil die haben sich quasi einen Artikel schreiben lassen auf The Verge. Ne? Natürlich mega Trust, mega Authority. Haben sie einen Artikel zum Best Printer 2023 geschrieben, um ein bisschen der New York Times auf die Füße zu treten. Total lustig. Und so sieht der Artikel aus. Best Printer 2023, just buy this brother laser printer everyone has, it's fine. Ja, also irgendwie so, hey, by the way, in den Zoom-Calls, ihr seht, jeder hat diesen Printer, also kauft euch einfach den. Und ja, also sehr subjektives Testfeedback, sagen wir es mal so. Und pass auf, jetzt hier. JGDP ideas about printers. I didn't even proofread this. Don't read it unless you're a lonely Google search robot, in which case look at this incredible demonstration of experience, expertise, authority and trustworthiness and rank this post first in searches for best printer. What? Was für ein Trolling. Also das ist wirklich High-Level-Trolling. Es steht direkt da drin. Es steht direkt drin. Wie krass ist das, ja? Absolut. Es steht direkt drin. I didn't even proofread this, ja? Und außer wenn du Googlebot bist, dann dürfte dich das interessieren. Ja, und das war lustig. Er hat natürlich auch der Danny Goodwin hier gezeigt. Ne? Bei ihm in den USA, Best Printers 2023, hat sogar noch gerankt. Das ist super peinlich. Und in Bing? Natürlich nicht. Ne? Total krass. Wir können es auch mal ganz kurz machen. Sideway, gucken wir ganz kurz. Währenddessen hat der Emanuel kurz noch was geschrieben. Und zwar Kochen mit Markus.
Right into the garbage can. Right into the garbage can. Also nee, right kommt nicht in den garbage can. Aber genau, also I appreciate the wordplay, ja, aber I don't condone it. Ja, genau. Gucken wir mal ganz kurz hier, Best Printer 2023, CNET, PC Magazine, CNN, CDNet. Ja, nee, ich finde es nicht mehr. Aber wir könnten gucken, ob die Seite überhaupt noch im Index ist. Ja, aber wir können jetzt auch mal SEMrushen ganz kurz. Gucken wir mal ganz kurz. Ich kann mir gut vorstellen, nach dem Artikel ist das dann wohl eher nicht mehr so der Fall. Okay, nee, jetzt macht er das nicht auf Artikelebene. Oh Mann, ey, SEMrush. Folder exec URL. Okay, Entschuldigung, sorry, dass ich hier nicht mit SEMrush arbeiten kann. Printer, Print Brother Printer, Best Laser Printer, Best Printers 2023. Also auf jeden Fall haben wir hier noch SERP-Screenshots mit dem drin. Genau, aber in live ist es schon nicht mehr so. Genau. Ja, also wie auch immer. Hat auf jeden Fall, wenn dann kurzzeitig gerankt und ich meine, das ist echt peinlich. Aber einfach cooles Trolling hier von The Verge. Dann, oh, super interessanter Artikel. How publishers have been squeezed on Google Top Stories and what they can do about it. Genau, es geht ja generell um dieses Spiel, ne, mit Google Top Stories und mittlerweile spielen halt alle mit. Früher waren es ja nur eine Handvoll von Publications, haben super viel Traffic bekommen. Mittlerweile macht das jeder. Es gibt unglaublich viele Formen, das zu gamen über verschiedene Outlets oder was weiß ich auch immer. Wollen wir gar nicht drauf eingehen. Und das bedeutet natürlich gerade auch in UK, haben fast alle Zeitungen hier enorme Sichtbarkeit verloren, ne? Und was ich jetzt, ist jetzt nichts Besonderes, aber was ich hier interessant finde, ist nämlich, sie gucken sich jetzt auch bestimmte Zeitungen an, die wiederum, also Publisher an, die wiederum Sichtbarkeit gewonnen haben und woran das aber lag, haben sie das auch hier mit Zeitungen interessanterweise gemacht, ne? Zum Beispiel haben sie die GB News UK, hat es hier mit Bios, haben sie den größten Gain. Dann thenorthernecho.co.uk mit Lottery Result, Opening Times von Movies, ne, Recalls, das ist natürlich auch sowieso immer ein großes Ding. Ne, also sehr interessant, ne, also dass man wirklich sieht, also gerade die gewonnen haben, wo haben sie auch gewonnen? Ne, hier financial.com mit Listicles, ne, also finde ich hier nochmal eine sehr spannende Inspiration-Quelle. Also genau, würde mich auch für Deutschland interessieren, also vielleicht macht das auch mal jemand für Deutschland. Wäre bestimmt auch eine Studie, die überall erwähnt und weitergeteilt werden würde, just saying. Wie gesagt, fand ich eine super spannende Auswertung hier. Dann Google Ranking Updates added to Google Search Status Dashboard. Genau, ihr kennt ja das Google Status Dashboard, ne? Also ob es irgendwelche Probleme im Bereich Crawling, Indexing und Serving gibt. Und jetzt gibt es da auch Ranking. Und da ist auch hier eine Annotation, ne, wenn ich da draufklicke. Ah, Indicident Affecting Ranking, weil im Moment läuft das Core-Update. Krass. Also von dem her, das Search Status Dashboard wird immer interessanter. Dann habe ich ein super Interview, State of Search mit Markus Tober, mit sehr interessanten Daten von SEMrush. Genau, also überhaupt Gewinner, Verlierer 2022, wer hat gewonnen, wer hat eher verloren, ne? Dann gerade auch, das mit dem Google Update Impact hatten wir ja auch schon mal reichlich diskutiert und SERP Features, gerade auch in der Veränderung zu 2021, was ist mehr, was ist weniger geworden? Und das ist vor allem natürlich verwandte Suchanfragen, was mittlerweile fast bei jeder Suche, ich glaube 95% mittlerweile halt auftaucht. Genau, hier noch ein kurzer Exkurs zu Popular Products entsprechend. Aber wie gesagt, also ein paar nette, interessante Stats hier von Markus auf dem 121 Watt Blog. Dann Google's John Miller, ignore spammy referral traffic. Die Frage kriege ich auch immer wieder. Man hat einfach ganz komischen referral traffic in seinem Analytics, ne, von irgendwelchen hanebüchenen Site. Und das Game ist wirklich, dass Leute hingehen und gucken, ist da mein Link drauf? Ne, und das ist wirklich das Game. Also nur, dass Leute das sehen. Ah, ich habe hier User über diese Seite bekommen. Ich gebe die jetzt mal in den Browser ein, ne, um mal zu gucken, wo da mein Link ist oder was sie da über mich schreiben. Und es geht nur darum, diesen Traffic, also ich schicke quasi Fake-Traffic an diese Seiten, um dann Leute dazu zu bewegen, diese Seite wieder aufzurufen und dann Malware zu spreaden oder was weiß ich auch immer machen. Übrigens, der Rüdiger muss los. Schöne Restwoche der SEO-Gemeinde. Die wünschen wir dir auch. Danke, dass du dabei warst, Rüdiger. Ich gebe noch mehr Gas, ich bin gleich fertig. 5 Minuten gibt es noch. Genau, also wie gesagt, Referral Traffic, weil ich sage, I'd ignore it. Und ich glaube, das ist auch die Antwort, die man seit 15 Jahren geben kann. Dann, can incorporating the best
The best into your title tag, improve organic traffic. Könnte ich mir gut vorstellen. Genau, sagen auch die meisten, dass es positiv sein könnte. Ne, statt Basketball-Tipps, read on or Basketball-Tipps. The best Basketball-Tipps. Ja, gut. Würde ich sagen, geht hoch und geht nach oben. Ne, genau, guter Test. Wow, du solltest... Soll es AB-Testing-Predictor werden? Ja, genau. Nee, da bin ich natürlich nicht gut. Genau, ich habe ja auch sehr häufig schon daneben gelegen. Dann sehr interessante Leaked-E-Mail von Urs Hölzle. Urs Hölzle, weil ich meine, das ist der Technikgott bei Google. Sitzt ja auch in Google Zürich. Und ist ja auch der Grund, warum Google Zürich auch eines der allerbesten Google Offices ist. genau. Und Urs Hölzle ist natürlich eine Legende bei Google. Ich glaube, Mitarbeiter Nummer 13 oder irgendwie sowas. Also zweistelliges auf jeden Fall noch. Und genau. Und er hat, da gibt es eine Leaked E-Mail, weil bei Google ist es halt so, du hast quasi Reliability, also du hast Software Engineers und Site Reliability Engineers, also quasi die das Ganze am Laufen halten, ne, und die anderen, die sozusagen neue Features oder was weiß ich auch immer entsprechend halt entwickeln. Und bislang war das immer one Site Reliable Engineer for every 20 Software Engineers. Achso, genau, im Moment ist ein Site Reliable Engineer for every 10 Software Engineers und the target would bring it this one to one Site Reliable Engineer for every 20 Software Engineers. Genau, also darum geht es quasi grundsätzlich. Und ein paar interessante Tidbits in dieser Leaked-E-Mail, falls es euch interessiert. Hier ist der Link. Dann, der Kevin hat sich darüber Gedanken gemacht, who benefits from a TikTok-Ban? YouTube. Er hat eine kleine Studie gemacht und hat Leute befragt. Er surveyed 1,000 US-Americans between the age of 16 and 65 about TikTok and its competitors. Also wie lange benutzt man es überhaupt und was weiß ich auch immer. Und man merkt, ne, also YouTube ist wirklich, also wenn es kein TikTok mehr gäbe, ne, würden die meisten Leute zu YouTube oder beziehungsweise noch Instagram gehen. Also auch den Alex wird sich natürlich freuen, hier Instagram, Facebook so weit vorne zu sehen. Aber YouTube wird wahrscheinlich der größte Profiteur davon sein. Und was ich, by the way, persönlich am aller krassesten fand, ist dieser Fact. Almost half of the people in the survey use their smartphone for more than 6 hours every day. Das müsste ich mal geben. Ja, also die Hälfte dieser 1,000 Leute, die sie da interviewt haben, diese 1,000 Amerikaner, benutzen ihr Telefon mehr als 6 Stunden pro Tag. Wow. Ja, wow. Ich habe gerade heute wieder meine Bildschirmzeit bekommen. Ich meine, ich hatte letzte Woche ein bisschen mehr, weil ich auf der SMX war und deswegen ein bisschen mehr auf mein Handy angewiesen war. Aber ich bin eigentlich immer unter einer halben Stunde am Tag. Ja, und davon ist die Spiegel-App und Chessable mein Haupttreiber hier auch nochmal dahinter. Ne? Es ist total krass. Also ich meine, mir erhält auch ein Akku fürs iPhone irgendwie 2 Tage. Ne? Also ich glaube, mit 6 Stunden am Tag schaffe ich das nicht ganz. Also fand ich total erschreckend, ja, also dass Leute wirklich 6 Stunden da vorm Handy sitzen, während der Alex, glaube ich, gerade auf sein Handy starrt, ja, was erschreckend ist. Genau. Ich hab gerade mal meine Statistiken angeguckt und ich will jetzt nichts dazu sagen. Ja, bestimmt mehr als eine halbe Stunde. Also ich gewinne immer. Immer wenn ich mit Leuten vergleiche, ich gewinne da immer. Markus, es geht nicht immer darum zu gewinnen. Ja, genau. Das ist ja kein Wettbewerb. Okay, so, ne? Das stimmt. Tagesdurchschnitt, 36 Minuten. Ich kann es nicht mehr richtig in die Ding halten. Hier. So. Da. Nee. Achso, und jetzt Gratulation. Ist wieder, nee, das ist jetzt wieder auf Ding gesprungen. Oh, das ist, ich kann das nicht mal, ich benutze das nicht mal. Genau. Ja. Und warum? Und was treibt übrigens meine Ding auf Clubhouse? Treibt meine, ihr seht, Clubhouse treibt hier sozusagen meine Zeit nach oben. Und da seht ihr Safari, Chessable. Genau. Clubhouse, the new shit. Ja, whatever. Also auf jeden Fall sehr interessanter Artikel vom Kevin, kann man sich mal durchlesen. Dann, Bullshit Alert. Keyword Golden Ratio, how to rank fast on Google with Golden Keyword Golden Ratio, totaler Bullshit. Ich meine, eine wahre Sache da ist da drin, es geht nämlich darum, also gerade auch die Anzahl der All-in-Title-Results gibt einen guten Indikator darüber, wie optimiert ein Keyword-Umfeld ist. Bin ich auch großer Fan davon. Interessanterweise habe ich das hat der Christoph Kemper in Link Research Tools eingebaut vor etlichen Jahren und das war mein Hinweis. Ich gesagt, das wäre ein guter Indikator, um zu sehen, wie umkämpft ein Keyword ist, in wie vielen Titles es eben genauso vorkommt. Ne? Also was ja ein sehr klarer Indikator ist, dass jemand genau darauf optimiert, wenn das genauso auch in den Title packt. Aber dieser Herr macht daraus die Keyword Golden Ratio, ne? Und wie gesagt, das ist so ein bisschen wie Keyword Density Reloaded, ne? Womit man dann super schnell und er macht dann irgendwie so einen hanebüchenen Case mit dem Search Volume. Ach da, du berechnest da irgendetwas Konkretes mit total
La-La-La-Lu-Daten, ne, die natürlich bei SEMrush anders sind, bei Systrix anders sind, bei jedem anderen Tool irgendwie anders sind oder wie auch immer. Ne, und daraus berechne ich dann irgendwas, auf Basis dessen ich dann irgendeine Entscheidung treffe, was mich dann super schnell bei Google ranken lässt. Also ich, allein wenn man das so sagt, merkt man schon, was das Bullshit ist. Und ich habe mich einfach herrlich amüsiert und deswegen wollte ich das euch auch hier am Montag einfach mal zeigen. Dann, hier ist Accessibility important for SEO. Spoiler Alert, yes it is. Genau, guter Read, ne? Also gerade wie Accessibilities und SEO zusammen ergreifen. Also ein bisschen der Gary, ein bisschen sehr ernst sieht er aus, der Gary. Aber ist ein guter Artikel, den ich euch ans Herz legen kann. Dann gibt es die Top-SEO-Dienstleister von IBIS. Auch da, ich habe mich köstlich amüsiert. Vor allem, weil sie das ja immer mit einem Keyword-Set machen. Also die checken quasi alle Agenturen auf der Basis einer Liste häufiger Suchbegriffe, wie sie dafür ranken. Also wirklich, wie ich da lande in dieser Liste, ja, hängt davon ab, wie ich selber als Agentur ranke für Meta-Tags-SEO, für Off-Page-Optimierung. Ja, ich würde eher sagen, wenn Off-Page-Optimierung nicht vorkommt, ja, ich glaube, dann ist es ein Qualitätssignal für eine gute Agentur, ja, wenn Off-Page davor kommt, ja, gerade auch unter Services, vielleicht eher schlechter. Aber auch sowas wie Suchmaschinenoptimierung, Preise, Suchmaschinenoptimierung, Online-Shop, und da waren auch irgendwelche SEO in, was weiß ich, mit Städten und was weiß ich auch immer. Also da sind so viel Linkbuilding, Linkbuilding-Agentur, also ne, wie du für Linkbuilding-Agentur rankst, hatten what? Ja, unglaublich, also das ist so hanebüchen. SEO-Jobs, SEO-Keyword-Analyse, also ich glaube wirklich, wenn ich eine eigene Seite zum Thema SEO machen würde, würde ich vielleicht gerade mal ein Zehntel dieser Begriffe dort nutzen. Genau, vor allem SEO-Jobs finde ich halt echt lustig. So viel Online-Marketing-Kurs, Online-Marketing-Manager, Content-Marketing, B2B. Ja, also was ist denn? Ja, egal. Gut. Wie gesagt, ich habe mich kürzlich amüsiert, wollte ich euch auch nochmal zeigen, kurz auskotzen, ist schon viel zu spät. Genau. Dann haben wir einen super Artikel zum Thema Local Search Ranking Factors 2023, gerade auch, was sich verändert hat von diesem Jahr zum letzten Jahr. Super, was sind so Riser, was sind neue Sachen, die dazugekommen sind, was sind Sachen, die jetzt teilweise besser bewertet werden. Super spannender Artikel, wenn ihr euch mit Local SEO beschäftigt, dann solltet ihr euch das angucken. Und dann habe ich noch ein Jobangebot, das ich euch ans Herz legen will und dann bin ich auch wirklich zu Ende. Das ist mein letzter Punkt. Ja, SEO Director bei Yahoo! Yay! Ja, wie gesagt, vor 20 Jahren wäre das der Job überhaupt to have gewesen. Jetzt ist es ja so, ja. Aber wenigstens zahlen sie gut, weil, pass auf, was ist es hier? Also Alex, ich will ja nichts irgendwie jetzt Ding, aber hier, guck mal. The compensation for this position ranges from $140,000 to $306,000. Das ist auch mal ganz cool. Also du kannst quasi das Doppelte verdienen. Genau, natürlich Location Skills Expertise, was weiß ich auch immer. Aber bis zu 360. So, ich öffne mal meinen Lebenslauf und update den. US mal. Only. Please be aware that Yahoo requires all employees entering a US Yahoo office and or attending a company event, bla bla bla. I require to be vaccinated for COVID-19. Achso, nee, was? Achso, das ist only, US only. Achso, ich dachte, das ist US only. Aber es ist nicht Hybrid. Es wenn dann Hybrid. Okay, trotzdem, bitte nicht bewerben, Alex. Ja, genau. Auch wenn ich mir keine $306,000 zahlen kann. Genau. Aber vielleicht einfach war das interessant. Und jemand sagt, hey, Yahoo, da sehe ich meine Zukunft. Ja, so, sorry, wir sind halt ein Yahoo. Ja, wir sind kein erfolgreicher Internetkonzern. So, ich muss leider jetzt gerade gehen. Ja, genau. Muss weinen gehen. Übrigens, die Kamen muss auch gehen. Danke, Jungs, allen anderen für den tollen, informativen Montag und starten die neue Woche. Bis nächstes Mal, habt es fein. Danke, bis nächste Woche. Dann wahrscheinlich alleine mit dem Alex. Genau, aber das ist auch wert. Weil da sage ich nichts. Ist doch geil. Endlich mal eine Show, ohne dass der Tandler was sagt. Mit gescheitem Content. Kann man sich drauf freuen. Die Nicole noch, das erklärt diesen nervigen Trend, warum viele Content-Produktionsfunktionen nur via Mobile verfügbar sind. Ich bin immer wieder verblüfft, wie viele Menschen anscheinend alles vom Handy aus machen wollen. Ja, absolut. Unglaublich. Da bin ich auch immer wieder verblüfft. Also wie generell auch überhaupt recherchieren oder auch einen Urlaub buchen oder so. Warum mache ich das alles vom Handy? Ich habe doch einen Laptop. GKR, ich hatte den Artikel eher so verstanden, wenn du nirgendwo dran arbeiten willst, arbeite eher an Low-Hanging Fruits. Hier ist die Idee, wie man da vorgehen könnte. Also ist das die Geschichte mit der Golden Keyword Ratio? Nein, das ist einfach Blödsinn. Also kannst du auch, Low-Hanging Fruits auch super, aber ich würde das nicht, erstmal diese Ratio berechnen, das ist einfach nur Zeitverschwendung und wie gesagt, einfach gescheites SEO machen, da brauche ich keine irgendwelche halbseidenen Keyword Density, was weiß ich auch immer, Geschichten. Danke und eine gute Woche, die wünschen wir dir auch, Stefan. Viele Grüße auf die Insel. Genau. Ja, also, das war es wieder. Cool, dass ihr zugehört habt. Genau, nächste Woche wird es ein Update auf jeden Fall vom Alex bekommen, wie nächste Woche aussieht.
Ich bin auch schon mal gespannt. Ja. Mache ich noch rechtzeitig auf jeden Fall. Genau, aber cool auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart, wieder die Woche mit den News und In diesem Sinne, ja, Happy uns. Week, genießt Genau. die Sonne. Bleibt gesund, genießt den Schnee, ja, und genau, bleibt gesund, happy optimizing, macht's gut. Tschüss. Tschüss.